Cannabis. Wie genau wirkt Cannabis auf das Gehirn? Es besitzt verschiedene Wirkstoffe. Der bekannteste Wirkstoff ist Tetrahydrocannabinol, kurz THC. THC ist eine aktive Substanz von Marihuana und kann auf verschiedene Weise zu sich genommen werden. Beim Rauchen führt der Weg über die Kapillargefäße der Lungenoberfläche. Beim Essen und Trinken wird THC vom Darm absorbiert und gelangt über die Leber in die Blutbahn. Der Konsum von THC bringt eine sehr beruhigende Wirkung mit sich und ist daher auch eine sehr beliebte Droge. Doch wie kommt es eigentlich zu dieser Wirkung? Vorab erstmal, kennt ihr das, wenn ihr nach dem Sport so richtig Durst habt und nachdem ihr was getrunken habt, so eine Art Erleichterung verspürt? Das liegt daran, dass sich im Gehirn ein Belohnungszentrum befindet, das von dem Neurotransmitter Dopamin, auch Botenstoff genannt, stimuliert wird und ein Signal abgibt, sobald das Verlangen gestillt wurde. Das sogenannte Glücksgefühl. Und jetzt zurück zum THC. Tetrahydrocannabinol selbst kann nicht das Belohnungszentrum stimulieren, noch die Dopaminausschüttung erhöhen. Dafür braucht es den Neurotransmitter GABA, denn GABA hemmt die Dopaminausschüttung. Während aber THC GABA hemmt, führt dies indirekt zu einer erhöhten Dopaminausschüttung. Das Belohnungszentrum wird angeregt und es kommt zu einem beruhigenden Gefühl. Zudem stört THC auch die Funktionsweise des Neurotransmitters Anandamid. Anandamid steuert den Gleichgewichtssinn, das Erinnerungsvermögen und die Koordination verschiedener Abläufe. Neurotransmitter können also nur an bestimmten Rezeptoren eines Neurons binden. Dieses Verfahren läuft nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip ab. Und wie es der Zufall will, hat THC eine sehr stark ähnliche Raumstruktur zu Anandamid. Es bindet also anstelle des Anandamid an den entsprechenden Cannabinoid-Rezeptor 1, auch CB1-Rezeptor genannt, des Senders, der Impulse einer Zelle weiterleitet, ein sogenanntes Axon. Sobald THC an den Rezeptor andockt, wird ein G-Protein zu den Ionenkanälen weitergeleitet und öffnet diese, wodurch Kalium-Ionen die Zelle verlassen und Calcium-Ionen in die Zelle gelangen. Durch das veränderte Ionengleichgewicht wird die Ausschüttung anderer Neurotransmitter im Axon gehemmt. Nach der Signalabgabe entfernt sich THC von den Rezeptoren und wird vom Körper abgebaut. Dasselbe spielt sich auch im Hypothalamus ab, der den Hunger steuert, da dort viele CB1-Rezeptoren sind. Regelt der Körper mit einem starken Hungergefühl, sobald THC an diese bindet. An einer Überdosis Cannabis zu sterben, ist aber praktisch unmöglich, da sich im Stammhirn, welches für die Atmung zuständig ist, wenige bis gar keine CB1-Rezeptoren befinden und so die Atmung auch nicht gestört werden kann.